zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. This is the motto of the show Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true word of God, Bible-believing people. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today, they offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute haben wir Sonntag, den 7. Januar 2018 und ich möchte gerne die nächste Lesung machen aus dem Buch Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, wo wir gestern aufgehört hatten. Und ich gehe nochmal eben kurz zurück, wie ich bereits gestern andeutete, in diese 6 Punkte, über die Lehren der Waldenser, die hier in diesem Konzil von Narbonne vorgetragen wurden, um nochmal kurz auf die Punkte einzugehen und auch um euch nochmal eben verständlich zu machen, was ich meinte mit dem Fehler, ja? Weil ich meinte von, dass man eben immer, wenn das diese großen Gemeinden sind, eben auch immer sehr vorsichtig sein muss, mit was man jetzt glaubt, ob man jetzt irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Also, dass ihr mich bitte richtig versteht, das sage ich jetzt schon mal zu Anfang. Ich habe nichts gegen die Waldenser, ich habe nichts gegen die Albigenser, ich habe überhaupt nichts gegen all diese alten Völker, die von Rom bis aufs Blut verfolgt wurden, die gequält und gemartert und gefoltert wurden bis zum Gehtnichtmehr, auf Arten und Weisen, die wir uns heute schwierig vorstellen können. Es gibt keinen einzigen Horrorfilm, den man sich anschauen kann, wo derartige Methoden, was sie damals mit Menschen gemacht haben, gezeigt werden. Also man muss seine Fantasie ein wenig spielen lassen, aber es gibt einige Beschreibungen von diesen Foltermethoden, da läuft es einem nicht nur eiskalt den Rücken runter, da fängt man beim Lesen schon an zu weinen. Ich habe mal vor einiger Zeit mit Jesse Wessel, ich
Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Buch das war, aber ich glaube, das war von Wiley über die Geschichte der Waldenser, was der geschrieben hat, gelesen über die Verfolgung und wie die Leute da hingerichtet wurden. Und da haben wir beide während des Lesens angefangen zu weinen. So furchtbar war das. Und also meine höchste, wie sagt man so, mein höchsten Respekt vor solchen Leuten. Nur, wenn wir dann hier in diesem Buch jetzt gerade diese 6 Punkte lesen, bei dem im Konzil von Narbonne die Lehren der Waldenser mal erklärt werden, da ist da leider etwas bei, wo ich nicht mit einverstanden bin. Und dann könnt ihr wieder sagen von, ach Jörg, ja, du bist viel zu extrem. Da weiß ich nicht. Ich bin einfach nur jemand, der eben absolut keine Kompromisse macht zum Wort Gottes. Absolut null. Und die Gefahr ist halt, wenn man halt so ein Volk hat, und das ist das, was ich letztes Mal zum Ausdruck bringen wollte, die Waldenser und die Albigenser, die ja hunderte, tausende Leute waren, das waren ja richtige Völker im Süden Frankreichs, dass es da auch immer wieder Dinge gibt, die nicht 100% bibeltreu sind. Das ist das Einzige, was ich anholen wollte. Also versteht mich da bitte nicht verkehrt. Wie gesagt, ich habe nichts gegen die Waldenser oder Albigenser. Ich klage sie auch nicht an. Ich bin ja auch Rom nicht. Aber wenn ich dann hier in diesem Buch über ihre Lehren lese und da sind Lehren drin, die nicht mit der Bibel übereinstimmen, dann werde ich das ebenso bekannt machen und anklagen, wie ich das auch mit der römisch-katholischen Kirche tue. Ja? Das ist genau wie Gott das tut. Ich vergleiche mich jetzt nicht mit Gott, aber Gott sagt auch, dass er kein Ansehen der Person hat. Er respektiert die Person. Ja? Im Englischen heißt es, God is not the respecter of persons. Also Gott respektiert nicht den Charakter oder den einzelnen Menschen oder was auch immer. Ja? Es geht um eben den Punkt, den diejenige vertritt. Und da werden zum Wort Gottes keine Kompromisse gemacht. Schaut, auf dem Ende der Seite von 86 lesen wir nochmal eben das, was ich letztes Mal gelesen hatte und diesmal mit ein wenig mehr Hintergrundverständnis hoffentlich, nachdem ich das gerade eingeleitet hatte. Auf dem Konzil von Narbonne, von neuem verurteilt, willigten sie, also die Waldenser, 1190 doch ein, sich den Gefahren einer Disputation in der Kathedrale von Narbonne mit Raimund von Deventer als Schiedsrichter auszusetzen. Natürlich fiel die Entscheidung gegen sie aus, also gegen die Waldenser, was sie indessen ebenso wenig wie vorher zur Unterwerfung bewegen konnte. Also, sie haben zumindest in ihrem Protest standgehalten, sie haben sich nicht unterworfen. Die Unterredung ist übrigens insofern von Interesse, als sie zeigt, wie weit schon damals von Rom sie sich entfernt hatten. Die 6 Punkte, die jetzt gleich kommen, auf die sich die Beweisführung erstreckte, waren nämlich: erstens, dass sie der Autorität des Papstes und der Prälaten den Gehorsam verweigerten. Absolut biblisch. Dem Papst, dem Antichristen und der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche muss man nicht gehorsamen, sondern muss man den Gehorsam verweigern. Absolut biblischer Punkt, der mein vollstes Einverständnis hat. Zweitens, dass jeder, auch die Laien, das Recht zu predigen habe. Auch dies ist ein 100% mit der Bibel übereinstimmender Punkt. Ich habe das in Luther 2017, glaube ich, vorgelesen und auch sonst in anderen Videos schon öfter erklärt, dass die Lehre der Bibel ist, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und Jesus ist das Haupt. Ja? Und dass wir im Grunde alle Priester sind. Steht auch so in der Bibel. Ja? Dass wir ein Volk von Priestern sind. Und wie Martin Luther das meinte, wir sind im Grunde jeder Papst. Wir brauchen diesen Papst in Rom nicht. Wir brauchen die Hierarchie nicht. Es gibt keine Hierarchie. Wir sind alle gleich. Wir sind alle Priester. Wir sind alle Teile des Körpers Jesu. Und Jesus selbst ist der Kopf. Ja. Der dritte Punkt, dass man nach der Lehre der Apostel Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen. Auch dieser dritte Punkt bietet überhaupt keine Angriffsfläche zu Streitereien, ist absolut biblisch. Man muss Gott gehorchen und nicht den Menschen.
Ich würde nicht mal mehr sagen, mehr gehorchen als die Menschen. Wenn ich nur Gott gehorche, dann muss ich keinem Menschen gehorchen, weil dann bin ich immer im Einklang mit Gott. Und wenn ich immer im Einklang mit Gott bin, dann kann ein Mensch mir nichts anderes sagen. Also muss ich dem Menschen im Grunde gar nicht gehorchen. Es müssen nur alle Menschen eben gleichzeitig auch Gott gehorchen. Und dann habe ich dieses Problem schon mal gar nicht. 4. Dass die Frauen predigen dürften. Ja, und hier haben wir einen Punkt, der nicht mit der Bibel übereinstimmt. In der Bibel gibt es keine weiblichen Priester. Ja, das Priesteramt ist den Männern überlassen. Dann könnt ihr sagen, ja, aber Emanzipation und guck mal in die evangelische Kirche. Ja, das kann alles sein, aber das ist alles unbiblisch. Im Alten Testament, wie es ja meistens genannt wird, also das Gesetz und die Propheten, im Staat Israel damals gab es ein extra Volk, die Leviten, die auserkoren waren, das Priestervolk zu sein. Zeigt mir mal in der Bibel, wie viele Frauen da in Israel das Priesteramt unter Gottes Herrschaft ausgeführt haben. Ihr werdet auf nicht viele kommen. Ich kann es euch sagen, ihr werdet auf gar keine kommen. Ja? Die Hierarchie in der Bibel ist ganz klar festgelegt. Jesus Christus ist das Oberhaupt der Kirche. Der Mann ist das Oberhaupt der Frau. So wie Christus das Oberhaupt des Mannes ist, ist der Mann Oberhaupt der Frau. Das ist die Hierarchie. Und die Frau hat nicht zu predigen in der Kirche. Es gibt da auch eine Stelle in der Bibel, wo gesagt wird, dass die Frau schweigen muss. Das hat aber einen anderen Hintergrund. Da geht es gar nicht mehr um das Predigen. Da geht es darum, dass nach dem Motto in der Kirche die Frau den Mann auf einmal anspricht, von was erzählt er denn da, erklär mir das mal und so weiter und so weiter. Also da kann man anderes mal drauf eingehen. Aber dass die Frau predigen darf, ist nicht biblisch. Ich weiß nicht, wo die Waldenser das hierher haben, aber sie haben es jedenfalls nicht aus der Bibel. Das ist ein Punkt, mit dem ich absolut nicht mit einverstanden bin. Punkt 5. Dass die Messe, das Gebet und die Almosen für Verstorbene nichts nützten, wobei hinzugefügt wurde, dass einige von ihnen die Existenz des Fegefeuers leugneten. Nun, die Messe, das Gebet und die Almosen für Verstorbene nützen nichts. Ja, die Messe nützt nichts, weil die Messe ist nichts anderes als eine Opfergabe, wo das Opfer von Jesus Christus eben nicht akzeptiert wird, sondern immer wieder in der Messe neu geopfert wird. Das Dogma der Transsubstantiation, da haben wir es ja schon öfter drüber gehabt. Also die Messe ist etwas, was sie leugneten und das nichts nützt, bin ich mit einverstanden. Das Gebet und die Almosen für Verstorbene nichts nützten. Ja, da bin ich auch mit einverstanden, weil lasst die Toten begraben, hat Jesus Christus gesagt. Die Toten werden bei uns im Christentum nicht geehrt. Sie werden nicht verehrt. Und sie sind auch keine Heiligen. Die Heiligen sind die Lebenden. Die Toten sind verschwunden. Die wissen nichts. Und wir wissen auch von den Toten nichts mehr. Da will ich sagen, dass der ein oder andere Tote nicht irgendwas Interessantes an Wissen oder so hinterlassen hat. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber wir werden uns nicht im Namen Jesu Christi versammeln und der Toten gedenken, wie das hier in Punkt 5 geschrieben steht. Das Gebet und die Almosen für Verstorbene nützen nichts. Almosen muss ich keinen Verstorbenen geben. Der Verstorbene braucht nichts mehr. Die Lebenden brauchen etwas. Und dann wird hier noch bei hinzugefügt, dass einige von ihnen, also von den Waldensern, die Existenz des Fegefeuers leugneten. Ja, natürlich, bravo, natürlich leugnen sie die Existenz des Fegefeuers, weil das Fegefeuer ist ja auch heidnisch, hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun, steht da nicht drin. Zum Schluss Punkt 6, dass im Bette, in einem Zimmer oder in einem Stalle gesprochene Gebet ebenso wirksam sei, wie das in der Kirche gesprochene. Auch hier stimme ich absolut damit überein. Wir müssen uns doch mal der einen Tatsache bewusst werden. In Matthäus 6, wo es unter anderem um das Vaterunser geht, sagt Jesus uns, und ich habe jetzt die Bibel hier nicht aufgeschlagen neben mir, ich
sage das so, wie ich es im Gedächtnis habe, dass wir nicht beten sollen wie die Heiden, dass wir keine kontemplativen Gebete gebrauchen sollten, also Wiederholungsgebete, keine vorab verfassten Gebete, dass wir nicht so viel plappern sollen, wie die Heiden meinen, dass sie um Wille der Menge ihrer wegen der Menge ihrer Wörter erhört werden, sondern dass, wenn wir beten, dass wir in den Schrank gehen sollen, Tür zu machen, und wir haben eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Wenn ich eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus habe, dann spielt es doch keine Rolle, ob ich im Bette liege und bete, ob ich in einem Zimmer knie oder sitze und bete oder in einem Stall oder an einer sonstigen Stelle. Es geht darum, dass ich eine persönliche Beziehung mit meinem Herrn habe. Ich prinzipiell habe es auch so, wenn ich nachts bete, bevor ich schlafen gehe, ich gehe immer erst sehr spät schlafen, wenn mir schon die Augen zufallen, dann fallen sie mir auch oftmals im Gebet zu. Dann liege ich im Bett und bete, und oftmals während des Gebets fallen mir die Augen zu und schlafe ich ein. Gebe ich damit dem Herrn alle Ehre? Weiß ich nicht. Manchmal knie ich mich auch hin und bete. Das ist dann wieder eine andere Sache. Aber das tue ich vor allen Dingen für mich selber. Weil ich, also für mich selber meine ich für den Herrn, aber weil ich meine, ich habe meine persönliche Beziehung mit meinem Herrn und ich denke, dass ich ihm so gehorsam bin, wenn ich mich mit ihm, zwischen Anführungsstrichen, unterhalte auf diese Art und Weise. Und der Punkt, auf den die Walsenser raus wollen, die sie sagen, von das spielt keine Rolle, wo wir beten, Bett, Zimmer, Stall, was auch immer, oder in einer Kirche, nach dem Motto, die römisch-katholische Kirche sagt, Gebete werden nur dann erhört, wenn sie in der Kirche gesprochen werden, das ist doch Quatsch. Ich meine, wo gab es denn bitteschön diese Kirche auf diese oder diese Synagogen, wie auch immer man das nennen will, damals im Staat Israel, da haben doch die Leute in der Synagoge gebetet, aber da haben sie auch außerhalb der Synagoge gebetet, haben sie auch zu Hause gebetet. Ja? Also von wegen, dass man nur in der Kirche beten soll und nur dann die Gebete an Gott erhört werden, ist totale Falschlehre. Von daher stimme ich hier den Waldensern mit überein. Also, wir haben im Grunde nur den Punkt 4, dass Frauen predigen dürfen, wo ich mit den Waldensern nicht mit einverstanden bin. Alles andere unterschreibe ich in ihrer Lehre und da geselle ich mich zu ihnen in dem Konzil von Narbonne auf ihre Seite. Nun fährt der Autor fort, alles das war von vornherein mehr eine Auflehnung gegen den Klerus als eine ausgesprochene Ketzerei. Also es geht hier im Grunde darum, dass die Waldenser im Grunde nur gegen die römische Hierarchie protestiert haben. Eine Auflehnung gegen den Klerus. Doch hören wir schon in einer Zeit von dem Dr. Universalis Alanus von Lille, der auf Bitten Lucius III., also das ist der Papst, eine Abhandlung zu ihrer Widerlegung schrieb, dass sie bereit waren, dass ihre Grundsätze bis zu ihren äußersten gefährlichen Konsequenzen durchzuführen und dass sie verschiedene andere Lehren hinzufügten, die zur kirchlichen Lehre im Widerspruch standen. Also, mit anderen Worten, die 6 Punkte, die wir gerade eben besprochen hatten, die die Waldenser vor dem Konzil von Narbonne verteidigten, und dass sie diese Grundsätze bis zum Äußersten verteidigen, das ist ja auch in Ordnung, das tue ich auch, als biblischer Fundamentalist verteidige ich meine Grundsätze, die die Grundsätze der Bibel sind, die das Wort Gottes sind, auch bis zum Äußersten, und wie hierbei steht, dass sie verschiedene andere Lehren hinzufügten, die zur kirchlichen Lehre im Widerspruch standen. Nun, hier muss ich beisagen, hier steht jetzt nicht dabei, welche das sind. Da kommen wir vielleicht später in dem Buch noch drauf, ja, weil wir handeln ja noch ein bisschen weiter über die Waldenser in den folgenden Seiten, die wir hier lesen. Und da geht es sicher gleich nochmal drüber. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Punkte das sind. Ich kann nur so viel sagen, dass die Waldenser also zu diesen anderen 6 noch andere Lehren hinzufügten, die der kirchlichen Lehre, und das ist die römisch-katholische kirchliche Lehre, widersprach. Also im Prinzip sage ich schon mal, alles, was der römisch-katholischen Kirche widerspricht, kann ja nur biblisch sein, ne? Weil wir wissen ja, dass die Lehre der römisch-katholischen Kirche 180 Grad umgedreht ist gegenüber dem, was die Bibel sagt. Ja? Und wenn die Waldenser hier noch andere Lehren hinzufügen, neben den 6 Punkten, die wir gerade besprochen haben, die ebenso der kirchlichen Lehre zur kirchlichen Lehre im Widerspruch stehen, dann werden das wahrscheinlich Punkte sein, die eher aus der Bibel kommen als aus der römischen Tradition. Das Problem ist ja mit der römisch-katholischen Kirche,
Sie sagt ja nicht, dass die Bibel überhaupt nichts wert ist. Im Grunde schon, aber ne? Durch den Schleier. Sie sagt nur, die Bibel ist nicht die alleinige Autorität, sondern auch die Tradition der römisch-katholischen Kirche. Und diese Tradition steht über der Bibel. Und das ist natürlich eine absolute Falschlehre. Also, die verschiedenen Lehren, die die Waldenser hier hinzufügen, die zur kirchlichen Lehre im Widerspruch stehen, sind, nehme ich an, wir werden das gleich sehen, eher biblisch begründet und von daher natürlich von Rom nicht gerne gesehen. Auf dem zweiten Absatz von Seite 87 fahren wir jetzt fort, für diejenigen, die in ihr eigenes Buch mitlesen möchten. Und dort lesen wir dann, dass so behaupteten die Waldenser, man brauche nur guten Prälaten, die ein apostolisches Leben führten, zu gehorchen. Diesen allein sei die Binde- und Lösegewalt verliehen. Eine Behauptung, durch welche sie einen tödlichen Schlag gegen die ganze Organisation der Kirche führten. Wenn tatsächlich nur Verdienst und nicht die Ordination die Macht verlieh, zu weihen und zu segnen, zu binden und zu lösen, dann stand diese Macht einem jeden zu, der ein apostolisches Leben führte. Hier, kurze Bemerkung von mir, geht zurück auf meine Buchlesung von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, wo Martin Luther in 1545 gegen den Antichristen schreibt, und da geht er genau auf diesen Punkt ein, deswegen erspare ich mir das jetzt. Absolut biblisch, richtig ist das hier. Dann stand diese Macht einem jeden zu, der ein apostolisches Leben führte, wie ich vorher schon angeholt hatte. Wir sind alle Brüder und Schwestern, wir stehen auf einem Niveau. Und da sie nach ihrer Behauptung alle ein apostolisches Leben führten, die Waldenser, so folgte daraus, dass sie auch alle, obwohl Laien, die priesterlichen Befugnisse ausüben könnten. Das ist biblisch und somit richtig. Eine weitere Folgerung war die, dass die Kultushandlungen sündhafter Priester ungültig seien, wenngleich die französischen Waldenser diese Folgerung anfangs ablehnten und nur die italienischen sich dazu erkühnten. Ich hatte euch ja erzählt, wenn wir jetzt hier von französischen und italienischen Waldensern sprechen, das waren ja die Valley People, ne, die Menschen aus dem Tal, Nordwestitalien und Südosten Frankreich, wo das zusammenlief, und die haben sich zusammengetan, eben weil sie gemerkt haben, dass ihre Lehre mehr oder weniger dieselbe ist, dass sie mehr oder weniger nur der Bibel folgen. Und deswegen haben diese Völker sich zusammengeschmolzen. Und da gab es natürlich hier und da wohl einige kulturelle Unterschiede zwischen den französischen und italienischen Waldensern. Das ist das, wovon der Autor hier spricht. Eine weitere Lehre der Waldenser war die, dass die bei einem Laien abgelegte Beichte ebenso wirksam sei wie die bei einem Priester, wodurch sie das Bußsakrament ernstlich angriffen. Obgleich bis dahin das vierte Laterankonzil die Beichte bei einem Priester noch nicht als verbindlich hingestellt hatte und Alanus selbst zugibt, dass im Falle der Abwesenheit eines Priesters die einem Laien abgelegte Beichte genügen könne. Nun, ich möchte jetzt nicht zu weit auf diesen Punkt eingehen, aber die Beichte ablegen gegenüber einem christlichen Bruder ist nicht biblisch. In der Bibel steht, dass wir einander unsere Fehler bekennen sollen, nicht unsere Sünden. Ich gehe mit meinen Sünden, um die zu verkünden, nicht zu meinem christlichen Bruder. Da gehe ich nur zu demjenigen, der die Sünde auch wirklich wegnehmen kann, nämlich zu meinem Herrn, zu Jesus Christus, zum Vater durch Jesus Christus, bete ich für die Vergebung meiner Sünden. Und dem beichte ich meine Sünden. Dieses ganze Bußgetue, wie es hier wahrscheinlich auch später jetzt noch in dem Buch mit fortkommt, ist etwas, was aus Rom kommt. Ja? In der Bibel steht nirgendwo drin, dass ich meinem Bruder, meinem christlichen Bruder, meine Sünden beichten soll und er sie mir in einer Buße vergeben kann. Es kann nur einer Sünden vergeben. Gott. Dafür haben sie doch Jesus Christus damals kreuzigen wollen.
als er sagte, für welches meiner Werke wollt ihr mich steinigen? Und die Juden sagten, wir steinigen dich nie wegen deiner Werke, sondern weil du dich als Mensch zu Gott erhebst, weil du Sünden vergeben kannst. Oder sagst, dass du Sünden vergibst. Konnte er aber, ne? Wie die Juden das eben damals sagten. Okay, also, in der Bibel steht, dass man seine Fehler einander sagen soll, aber nicht, dass ich meine Sünden beichte meinem Bruder. Außer natürlich, ich habe gegen ihn gesündigt, aber dann sage ich meinem Bruder, dann gehe ich bei ihm nicht zur Buße oder zur Beichte, sondern dann bitte ich um Vergebung, weil ich gegen meinen Bruder gesündigt habe, wenn das der Fall ist. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also, ihr seht, man muss sich da schon wirklich mit beschäftigen, um diese Unterschiede zu sehen und diese Fehler, die sich hier einschleichen, selbst bei einem solchen Autor, dass er sagt hier, eine weitere Lehre der Waldenser war die, dass die bei einem Laien abgelegte Beichte ebenso wirksam sei wie die bei einem Priester, wodurch sie das Bußsakrament ernstlich angriffen. Obgleich bis dahin das vierte Laterankonzil die Beichte bei einem Priester noch nicht als verbindlich hingestellt hatte und Alanus selbst zugibt, dass im Falle der Abwesenheit eines Priesters die einem Laien abgelegte Beichte genügen könnte. Ich stimme dem in der Hinsicht nicht überein, dass ich sage, ich muss meinem anderen christlichen Bruder meine Sünden nicht beichten. Meine Sünden beichte ich meinem Herrn. Und dafür gehe ich ins Gebet. Auch das Ablasswesen verwarfen sie als eine priesterliche Erfindung. Ja, vollkommen zu Recht. Das ist ja der Punkt, den Martin Luther damals in 1517 gemacht hatte. Seine 95 Thesen, die er damals veröffentlicht hatte, gingen ja hauptsächlich, beinahe ausschließlich, um das Ablasswesen. Das war auch damals nichts Neues. Nur Martin Luther hat das damals zum Anlass genommen, um damit der Politik Roms zu protestieren, weil das damals absolut Überhand nahm. Das war ein, also das Fass war schon längst übergelaufen, weil eben der Papst Leo X. Damals so viel Geld sammeln wollte für den St. Petersdom, wie er heute da steht. Ne? Deswegen haben diese ganzen Ablässe ja so Überhand genommen, unter anderem mit dem Johann Tetzel, der damals durch Deutschland zog, und das ist ja nur ein Beispiel von vielen von diesen Dominikaner und anderen Mönchsorden, die rumgingen und überall Geld gesammelt haben, wie blöde, weil sie eben diesen Petersdom bezahlen mussten. Und das Ablasswesen verwarfen die Waldenser hier als eine priesterliche Erfindung absolut richtig. Das kommt aus Babylon. Hierzu fügten sie noch drei bestimmte Moralregeln, die charakteristische Kennzeichen der Sekte wurden. Also die Waldenser werden hier als Sekte bezeichnet, die sich eben von dem Großen abgeteilt hat. Und ja, weiß ich nicht, ob man dem so zustimmen kann. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass die Waldenser und die Albigenser in ihrer Ursprungsform, jetzt kommen wir hier natürlich auf die Form von Peter Waldo, wie wir letztes Mal bereits gelesen hatten, die aufgerichteten Waldenser sind, aber dass die Ursprungsform dieser Völker im Grunde eine wirkliche Urkirche darstellt. Ja? Und wenn das eine Urkirche oder die Sprossen der Urkirche sind, wie ja auch Jesus Christus in Offenbarung in den ersten Kapiteln die Kirchen beschreibt, dann ist es ja keine Sekte. Ne? Eine Sekte ist ja immer eine Sektierung, ein Teil von einem größeren Ganzen. Und als Sekte werden vor allen Dingen die Kirchen benannt, die sich eben von der römisch-katholischen Kirche abgesondert haben. Ja? Also, drei Moralregeln, die charakteristische Kennzeichen der Sekte wurden. Jede Lüge ist eine Todsünde. Jeder Eid, auch vor Gericht, ist ungesetzlich. Die Tötung eines Menschen ist unter keinen Umständen erlaubt, weder im Kriege noch bei Ausführung eines richterlichen Urteils. Nun, auf die drei Punkte brauche ich wahrscheinlich für bibelverständliche Christen nicht allzu tief eingehen. Punkt 1. Jede Lüge ist eine Todsünde. Nun, es steht in den 10 Geboten das Gebot, ich soll nicht falsch Zeugnis ablegen, wider meine Nächsten. Das heißt, mit anderen Worten, ich soll nicht lügen.
Es gibt eine Stelle in der Bibel, in der steht, wenn man das eine Gesetz übertritt, dann übertritt man sie alle. Also, wenn ich ein Gesetz breche, dann breche ich alle Gesetze. Und es steht geschrieben, dass das Brechen des Gesetzes Sünde ist. Und die Sünde wird mit dem Tode bestraft. Also, jede Lüge ist eine Todsünde. Naja, dem stimme ich in dem Punkte zu, dass ich sage von ja, jede Lüge ist eine Sünde und Sünde ist das Übertreten des Gesetzes und die Strafe für diese Gesetzesübertretung ist der Tod. So steht es in der Bibel geschrieben. Nur, ich stimme deswegen damit nicht so blindlings überein, weil hier eben geschrieben steht, jede Lüge ist eine Todsünde. Jede Sünde, die kommt aus der Übertretung des Gesetzes, der 10 Gebote, ist eine Todsünde. Jede einzelne, ja? Jede einzelne Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Also, ich mag es nicht, wenn man von Todsünden und anderen Sünden unterscheidet. Es gibt keine leichten Sünden. Ja? Das ist katholisches Lehrgut. Jeder Eid, auch vor Gericht, ist ungesetzlich. Stimme ich absolut mit überein. In der Bibel steht es drin. Lasst euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein sein. Alles Weitere ist des Teufels. Steht im Neuen Testament. Ich glaube in Matthäus und in einem späteren Brief nochmal drin. Dass wir nicht schwören sollen. Habe ich auch in früheren Videos schon mal angeholt, genannt. Und ist von daher absolut richtig. Jeder Eid, auch vor Gericht, ist ungesetzlich. Die Tötung eines Menschen ist unter keinen Umständen erlaubt, weder im Kriege noch bei Ausführung eines richterlichen Urteils. Richtig, denn nur derjenige, der Leben nimmt, hat auch die Macht, der Leben gibt, Entschuldigung, derjenige, der Leben gibt, hat auch die Macht und das Recht, das Leben zu nehmen. Das Leben kriegen wir durch unseren Herrn. Jesus Christus, Gott der Vater, ist der Lebensgeber. Ja, wie Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben, er gibt das Leben. Er erquicket die Menschen zum Leben. Er gibt das Leben und der, der das Leben gibt, der darf es auch nehmen. Ich gebe das Leben nicht, ein normaler Mensch, also ich meine jetzt nicht nur mich, Jörg, sondern ich meine jeden von uns, wir geben das Leben nicht, also können wir es auch nicht nehmen. Töten ist immer verkehrt. Immer. Gewalt ist immer verkehrt. Ja? Wenn mich dann doch einer töten will, bitte dann mache er mal. Er muss sich dann verantworten von meinem Herrn. Und der wird dann richten. Und deswegen sagt der Herr im Himmel auch, die Rache ist mein. Es ist an ihm, um mich dann zu rächen, wenn ich zu Tode komme durch jemanden, der sich nicht an das Gesetz hält und das Gebot, nicht zu töten, übertritt. Interessant finde ich, dass hier der Unterschied gemacht wird von weder im Kriege noch bei Ausführung eines richterlichen Urteils. Ja, Krieg ist ja nur eine Ausrede der sogenannten Hierarchie, aber diese Hierarchie gibt es ja im Christlichen überhaupt nicht. Im Christlichen gibt es keine Hierarchie, da sind wir alle gleiche Brüder und Schwestern. Ja? Und warum sollte in einem Krieg eine Situation stehen, dass ich wohl Menschen töten dürfte, die ich anders nicht töten dürfte? Das Gesetz Gottes ist doch in der Hinsicht ganz deutlich. Du sollst nicht töten. Punkt. Das ist scheißegal, ob das ein Krieg ist, ob das ein Streit ist, ob das durch ein richterliches Urteil passiert oder was auch immer. Vollkommen wurscht. Ein Mensch hat niemals das Recht, einem anderen Mensch das Leben zu nehmen. Niemals und unter keinen Umständen. Also, absolut stimme ich dem zu. Die Tötung eines Menschen ist unter keinen Umständen erlaubt. Dieser letztere Grundsatz kam dem Nichtwiderstande gleich und beschränkte die Erfolge der Waldenser auf ihren moralischen Einfluss. Ja, natürlich, wenn die sich nach dem Motto,
verarschen lassen, und das meine ich jetzt also im wirklichen physischen Sinne, ja, schlagen lassen, foltern lassen, töten lassen und sich nicht wehren, weil sie der Lehre Jesus Christus folgen, der sagt, verletze keinen Menschen, töte nicht und verletze auch nicht, ja, dann ist das praktizierter, wie wir das heute nennen würden, Pazifismus, nicht Widerstand. Dieser letztere Grundsatz, die Tötung eines Menschen ist unter keinen Umständen erlaubt, kam dem Nichtwiderstande gleich und beschränkte die Erfolge der Waldenser auf ihren moralischen Einfluss. Das heißt, sie hatten nur die Moral, um mitzukämpfen, genau wie in Epheser geschrieben steht. Epheser Kapitel 6 zwischen Verse 10 und 18. Haltet es euch nochmal für Augen. Den ganzen Harnisch des Herrn anziehen sind die sieben Waffen, die in Epheser beschrieben sind. Sogar noch im Jahre 1217 versichert uns ein wohlunterrichteter Zeitgenosse, die vier Hauptirrtümer der Waldenser seien: das Tragen von Sandalen nach der Weise der Apostel, das Verbot des Eides und der Tötung eines Menschen und die Lehre, dass jedes Mitglied der Sekte, wenn es Sandalen trüge, im Notfalle die Eucharistie konsekrieren könne. Die Eucharistie, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, da wissen wir, das ist eine falsche babylonische Lehre der Transsubstantiation. Wir lesen dann hier auch in einer Fußnote darüber, im Jahre 1321 weigerten sich ein Mann und eine Frau, die vor die Inquisition zu Toulouse gestellt waren, zu schwören. Als Grund ihrer Weigerung gaben sie an, dass einmal der Eid an und für sich sündhaft sei, dass aber ferner der Mann fürchte, im Fall der Eidesleistung von Fallsucht betroffen zu werden, die Frau aber eine Fehlgeburt zu bekommen. Bei der Verfolgung der Waldenser im Piemont gegen Ende des 14. Jahrhunderts betraf eine der Kreuzfragen der Inquisition auch den Glauben an die Gültigkeit der von sündhaften Priestern gespendeten Sakramente. Processus contra Waldensis. Also Sakramente, wie gesagt, es gibt keine Sakramente, die sogenannten heiligen Handlungen, die ja nur in der römisch-katholischen Kirche dafür benutzt werden, dass eben unsere Werke uns rechtfertigen, katholische Lehre, die unbiblisch ist, und eben die einzigen, wenn überhaupt schon heiligen Handlungen, ich nenne das eher von Christus gegebene Ordinationen, sind deren zwei, nämlich die Taufe, und zwar die Erwachsenen Vollwasser Unterwassertaufe, um mal ganz deutlich zu sagen, wofür ich stehe, nicht das Besprenkeln mit ein paar Tropfen Wasser, nicht die Kindertaufe, sondern die Erwachsenentaufe, die voll untergetauchte Vollwassertaufe und das Abendmahl miteinander zu teilen, die heilige Kommunion in Gemeinschaft mit einem anderen oder mehreren anderen, das Brot zu brechen, an Gedenken an Jesus Christus und den Wein zu trinken, an das Gedenken an das Blut Jesu Christi, wie er es aufgetragen hat, tut dies im Gedenken an mich. Das hat nichts mit einem Sakrament zu tun. Das ist eine Ordination, die Jesus uns gegeben hat, wie wir ihn erinnern können und an ihn denken. Nichts mit dem Sakrament zu tun. Ich mag das Wort Sakrament nicht. Das Wort kommt aus der römisch-katholischen Lehre. Alles dies war nichts anderes als ein aus Herzenseinfalt stammendes Bemühen, den Geboten Christi nachzukommen und das Evangelium zur alleinigen Richtschnur für ihr Verhalten im täglichen Leben zu machen. Ja, da gibt es doch wohl gar nichts gegen zu sagen, oder? Alles, was wir bis jetzt hier gelesen haben, über die Lehre der Waldenser, ist nichts anderes als Herzenseinfalt, aus Herzenseinfalt stammendes Bemühen, den Geboten Christi nachzukommen und das Evangelium zur alleinigen Richtschnur für ihr Verhalten im täglichen Leben zu machen. Nur so kann ich doch mit Christus wandeln, wenn ich mit ihm im Einverständnis bin, wenn ich mich an sein Wort halte, wenn ich mich an seine Gebote halte, wenn ich mich an seine Gesetze halte. Jesus sagt es doch selbst, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Diese Herzenseinfalt, aus Herzenseinfalt, dieses Bemühen,
dass die Waldenser hier an den Tag legen, das wird ihnen von der römisch-katholischen Kirche zur Last gelegt, aber das ist 100% biblischer Lehre folgend. Wären indessen diese Grundsätze allgemein angenommen worden, so würden sie die Christen wieder in den Zustand apostolischer Armut versetzt und den Unterschied zwischen Priester und Laien größtenteils beseitigt haben. Ja, da geht's eben drum. Die römisch-katholische Kirche hat aus der Urkirche heraus ihre Hierarchie geformt mit Priestern und Bischöfen und Kardinälen und Päpsten. Eine Hierarchie, die unbiblisch ist, die es nicht gibt. Genau wie hier steht, wieder in den Zustand apostolischer Armut versetzt und den Unterschied zwischen Priester und Laien beseitigt. Oder hier in diesem Fall größtenteils beseitigt haben. Ja, beseitigt den mal. Das ist ein Amt, das man bekleidet. Das Amt stellt mich aber nicht höher als meinen Bruder in Christus. Ja? Ganz, ganz wichtig. Weiter waren die Sektierer, ja, also die Waldenser, vom wahren Missionsgeist erfüllt. Habt ihr schon mal einen römischen Katholiken missionieren sehen? Die Jesuiten behaupten von sich natürlich, dass sie missionieren gegangen sind damals und so weiter und so weiter. Aber seht ihr heute die römisch-katholische Kirche missionieren? Nein. Warum nicht? Weil die römisch-katholische Kirche über dem Staat steht und wir durch den Staat alle römisch-katholisch gemacht werden. Die müssen das gar nicht. Die Sektierer waren vom wahren Missionsgeiste erfüllt. Das heißt mit anderen Worten, sie waren von dem Geiste erfüllt, als Jesus Christus ihnen sagte, geht hinaus in die Welt und lehrt jeder Kreatur das Evangelium. Ihr Eifer, Proselyten zu machen, kannte keine Grenzen. Sie zogen von Land zu Land, verkündigten ihre Lehren und fanden überall eine herzliche Aufnahme, besonders bei den niederen Klassen, die immer bereit waren, ein Dogma anzunehmen, welches sie von den Lasten und Bedrückungen des Klerus befreite. Ja, das nennt man eben unter dem Joch von Rom sein, ne? Wie uns erzählt wird, hatte einer ihrer Hauptapostel verschiedene Verkleidungen bei sich, so dass er bald als Schuster, bald als Barbier, bald als Bauer erschien, und obwohl er dies angeblich tat, um die Häscher zu täuschen, so zeigt doch diese Mitteilung, auf welche soziale Schichten sich die Mission der Waldenser erstreckte. Die Armen von Lyon vermehrten sich in ganz Europa mit unglaublicher Schnelligkeit, so dass die Kirche, die römisch-katholische Kirche, die Synagoge Satans, ernstlich besorgt wurde. Und nicht ohne Grund. Denn ein altes Dokument der Waldenser, Sektierer steht hier, zeigt, dass nach einer unter ihnen herrschenden Überlieferung zur Zeit des Waldes oder bald nach ihm ihre Konzilien von etwa 700 Mitgliedern besucht wurden. Nicht lange nach dem Kolloquium von Narbonne im Jahre 1192 gab Alphons II. Von Aragon das Zeichen zur Verfolgung der Ketzer. Das Edikt, das er aus diesem Anlasse veröffentlichte, ist insofern bemerkenswert, als es neben der englischen Constitution von Clarendon, Constitution of Clarendon aus dem Jahre 1164, das erste Beispiel einer Ketzergesetzgebung in der neueren Zeit darstellt. Die Waldenser und alle anderen von der Kirche verurteilten Ketzer werden in diesem Edikte für Staatsfeinde erklärt und aufgefordert, bis zum Tage nach Allerheiligen die Besitzungen des Fürsten zu verlassen. Jeder, der Ketzer bei sich aufnimmt, ihren Predigten zuhört oder ihnen zu essen gibt, soll die Strafe des Verrats verwirkt haben und all seiner Güter und Besitztümer beraubt werden. Das Dekret sollte von allen Seelsorgern an allen Sonntagen verkündet werden und alle Staatsbeamten sollten für seine Durchführung Sorge tragen. Jeder Ketzer, der 3 Tage nach dem im Gesetze festgesetzten Termine noch im Lande verweile, könne von jedem ausgeplündert werden und alles ihm angetane Unrecht, mit Ausnahme des Todes oder der Verstümmelung, solle nicht als öffentliches Unrecht betrachtet werden, sondern Anrecht auf die Gunst des Königs gewähren. Ich glaube,
Ich lese das langsam genug, dass ich gar nicht besonders darauf eingehen muss, was hier im Grunde steht. Wenn man sich nicht unter das Joch Roms begibt, wenn man sich nicht der Autorität des Papstes unterstellt und den Gesetzen des Papstes folgt, ist man mit anderen Worten, wie hier beschrieben, vogelfrei. Ein jeder kann mit einem machen, was man will. Und jeder, der einem vogelfreien Schutz, Unterkunft, Essen, Geld, Kleidung oder auf sonstige Art Unterstützung zukommen lässt, ist genauso als Ketzer oder vogelfrei beschaut. Deswegen hatten es die Leute nicht gerade leicht, weil jeder, der versucht hat, sie zu beschützen, eben in derselben Gefahr lief. Das kann man fast vergleichen mit Leuten, die im Dritten Reich versuchten, zum Beispiel Juden zu beschützen. Ne? Kann man sich ja mal den Film angucken, obwohl ich das gar nicht überhaupt nicht bewerben möchte hier von Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Naja, aber da kommt so eine Szene am Anfang drin vor. Den Film habe ich damals noch geguckt, das war noch bevor ich Christ wurde. Jedenfalls haben wir jetzt gerade eben vorgelesen oder verstanden aus meiner Lesung heraus, dass man sollte die Leute zwar nicht verstümmeln und man sollte sie auch nicht töten, aber ansonsten könnte man ihnen alles antun, was man auch nur will. Und das ist im Grunde genau das Gleiche wie einer, der exkommuniziert ist. Hier wird einer als Ketzer gebrandmarkt, aber einer, der exkommuniziert ist, ist dasselbe. Der ist außerhalb der Kirche gestellt. Er hat den Bann der Kirche auf sich. Und das ist im Grunde ganz genau das Gleiche. Die Härte dieser Bedingungen, fährt der Autor fort, welche dem Ketzer für vogelfrei erklärten, seht ihr, habe ich gerade gesagt, vogelfrei. Ich habe das ja, was ich hier lese, das solltet ihr vielleicht wissen, ich habe das noch nicht vorgelesen. Das ist auch für mich das erste Mal, dass ich diese Sachen in diesem Buch lese. Ich habe es vorher nicht gelesen und von daher, wenn im nächsten Satz das Wort vogelfrei steht, ich habe das selbst noch nicht gesehen, weil ich nehme meine Augen von dem Buch immer weg, wenn ich anfange, hier Kommentare zu machen. Also, die Härte dieser Bedingung, welche den Ketzer für vogelfrei erklärten und ihn ohne Verhör der Gier und Bosheit eines jeden aussetzten, wurde 3 Jahre später noch von Peter II., dem Sohne Alfons II., übertroffen. Auf einem Nationalkonzile von Gerona im Jahre 1197 erneuerte er das Gesetz seines Vaters, indem er die Strafe des Scheiterhaufens für die Ketzer hinzufügte. Wenn irgendein Adliger es unterlassen sollte, diese Feinde der Kirche auszuweisen, dann sollten die Beamten und das Volk der Diözese zu seinem Schlosse gehen und die Ketzer ergreifen, ohne dass sie für irgendeinen angerichteten Schaden verantwortlich gemacht werden könnten. Wer es verabsäumte, sich dem Zug anzuschließen, sollte die schwere Geldstrafe von 20 Goldstücken an den Fiskus entrichten. Endlich sollten alle Beamten innerhalb 8 Tagen nach der Aufforderung bei ihrem Bischof oder seinem Vertreter sich einfinden und eidlich geloben, dem Gesetze Geltung verschaffen zu wollen. Der Charakter dieser Gesetze kennzeichnet den Geist, in welchem die Kirche sich zur Bekämpfung der religiösen Bewegungen jener Zeit rüstete. Wie harmlos auch immer die Waldenser sein mochten, so wurden sie doch als die gefährlichsten Feinde betrachtet, die man erbarmungslos verfolgen müsse. In Südfrankreich wurden sie gemeinsam mit den Albigensern der Vernichtung preisgegeben, obwohl der Unterschied zwischen beiden Sekten klar anerkannt wurde. Die Dokumente der Inquisition sprachen beständig von der, zwischen Anführungsstrichen, Häresie und dem Waldensertum, wobei sie unter dem ersteren Ausdrucke den Katharismus als die Häresie par excellence verstehen. Die Waldenser betrachteten die Katharer als Ketzer, die man mit geistigen Waffen bekämpfen müsse, wenngleich die gemeinsame Verfolgung sie oft auch zu gemeinsamer Vereinigung nötigte. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und genau dadurch schleichen sich natürlich dann auch Falschlehren in solche Völker wie die Waldenser mit ein. Die Katharer
haben ja eine andere Lehre als die biblische vertreten, wie hier ja auch mit drin steht. Die Waldenser betrachteten die Katharer als Ketzer. Das heißt, die Waldenser, die, wir haben ja die Punkte besprochen, im Allgemeinen nach der Bibel leben, betrachten die Katharer, die nicht so streng nach der Bibel gelebt haben, die Kompromisse machten, Falschlehren hatten, als Ketzer, die man mit geistigen Waffen bekämpfen müsse, genauso wie man Rom mit geistigen Waffen bekämpfen müsste. Epheser 6, ich komme da immer drauf zurück, geistige Waffen, wir kämpfen gegen Mächte im Geist und nicht Fleisch und Blut. Ja? Wenngleich die gemeinsame Verfolgung sie oft auch zu gemeinsamer Vereinigung nötigt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn da einer vor den Römern flüchtet und die Römer sind mein Feind oder der Feind Jesu Christi, dann kann ich denen natürlich Unterschlupf gewähren, weil der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dieser Grundsatz stimmt natürlich nicht so, aber sorgt eben dafür, dass sich hier und da in der Vergangenheit eben auch die Katharer mit den Waldensern auch mal vermischt haben. Bei einer Sekte, die so weit zerstreut war, von Aragon nämlich bis Böhmen, ja, also Aragon im Süden Frankreichs bis Böhmen, wo heute Tschechien liegt, die meist aus armen und einfachen Leuten bestand, welche ihren Glauben entweder in den Niederungen verbargen oder in weit zerstreuten Gemeinden in den Bergfestungen der kottischen Alpen und Kalabriens wohnten, mussten notwendigerweise Unterschiede in der Organisation und Lehre entstehen und die selbstständige Entwicklung der Gemeinden ungleichmäßig fortschreiten. Die Arbeiten Dickhoffs, Herzogs und besonders Montets haben in neuerer Zeit bewiesen, dass die ersten Waldenser nicht Protestanten in unserem modernen Sinne waren und dass sich viele von ihnen trotz der Verfolgung noch lange als Mitglieder der römischen Kirche betrachteten, und zwar mit einer Hartnäckigkeit, die beweist, wie handgreiflich die Missbräuche waren, die sie zuerst zum Schisma und später zur Häresie trieben. Bei anderen dagegen griff der Geist der Empörung schneller um sich, so dass es bei den engen Grenzen, die wir uns gesteckt haben, unmöglich ist, hier eine genaue Darstellung von einer Lehre zu geben, die je nach Zeit und Umständen in so vielen Punkten wechselte. Na? In einer Fußnote steht dann hier noch eine abschließende Geschichte des Waldensertums gibt es noch nicht. Ja, also zur Zeit, wo Henry Charles Lear dieses Buch schreibt. Das ist ja zum Ende des 19. Jahrhunderts, wir wissen. Die oben erwähnten Arbeiten, die hier angeführt wurden als Quellenangaben, sind maßgebend. Die Schrift von Hook, dokumentistischer Beitrag zur Geschichte des Waldensertums von 1897, ist unbedeutend, sagt der Autor hier. Wir fahren weiter fort mit der Lehre der Waldenser und wir gehen jetzt in das Thema, was wohl uns nächstes Mal auch noch beschäftigen wird, weil wir haben ja nur noch kleine 10 Minuten in diesem Video, Transsubstantiation, Priester und Laien. So nimmt zum Beispiel schon im 13. Jahrhundert, fährt der Autor fort, ein erfahrener Inquisitor in seiner Aufstellung von Instruktionen für ein Kreuzverhör der Waldenser über ihren Glauben an die Transsubstantiation an, dass sie nicht an die Gegenwart des Leibes und Blutes Jesu Christi in der Eucharistie glaubten und stellt dies als einen der Punkte auf, wodurch man sie entdecken könne. Und im Jahre 1332 hören wir tatsächlich, dass die Waldenser Savoyans diese Lehre leugneten. Die Lehre der Transsubstantiation. Ich muss da doch jetzt nicht noch für euch im Detail drauf eingehen. Ich habe das schon in so vielen Videos angeholt, aber es gibt natürlich auch immer wieder neue Zuschauer auf meinem Kanal. Es gibt auch immer wieder neue Menschen, die gerne diese Buchlesung verfolgen. Ist das jetzt auf dem ersten oder auf dem zweiten Kanal? Da muss ich auch noch mal sehen, wo ich das hochlade. Aber der Punkt ist, um das eben mal deutlich zu machen für diejenigen, die das Wort Transsubstantiation nicht so viel sagt, hier geht es dabei darum, dass bei der römisch-katholischen Messe
der Priester die Hostie, also das Stück Brot, ne? Das kennt man ja als dieses Papierbrot, was da gebraucht wird, dass es eine Hostie nimmt und mit den Worten, den lateinischen Worten hoc est corpus enim meum, befiehlt der Priester in dem Augenblick den Körper, die Seele, das Blut, das Fleisch, die Menschlichkeit und die Göttlichkeit Jesu Christi aus dem Himmel in das Brot. Das Brot wird der Leib, die Seele, das Fleisch, das Blut, die Menschlichkeit und Göttlichkeit Jesu Christi. Das Brot ist ein erschaffener Christus durch den Priester. Und dieses Brot esse ich dann. Kannibalismus. Das kommt von Kanabaal, den Priestern Baals aus Babylon. Das ist die römisch-katholische Messe. Und die Lehre der Transsubstantiation ist das Verändern dieses Stückes Brot in die tatsächliche Seele, Leib, Blut, Fleisch, Menschlichkeit und Göttlichkeit unseres Herrn Jesu Christi. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche, die sagt, das ist so. Das ist eine, zwischen Anführungsstrichen, Zauberei. Der Priester hat die Macht, den Schöpfer neu zu schöpfen. Das macht er mit den Worten hock, nicht hock, hock est corpus eme meum, ja, doch, ich wollte gerade sagen, hock est digitus Dei, das ist ja was anderes, ich komme mit diesem Latein immer durcheinander, das ist auch nicht meine Sprache. Hock est corpus enim meum, diese fünf lateinischen Wörter, damit, das ist Dogma der römischen Kirche. Das muss man sich halt vorstellen. Das macht so viele Leute ja zum Protestanten, dass sie sagen von, das gibt's doch nicht. Das ist doch Quatsch. Und ich habe da mal ein sehr schönes Gedicht drüber dann vorgelesen, aus dem Buch Babylon Mystery Religion, einseitiges Gedicht, wo ein Fall ist, dass ein römisch-katholischer Mann verheiratet ist mit einer protestantischen Frau und sie einfach nicht die Lehren der römisch-katholischen Kirche annehmen will und er dann ganz verzweifelt zu seinem Priester geht und sagt: Priester, hilf mir, meine Frau ist verloren, meine Frau will nicht die römisch-katholische Lehre annehmen, hilf mir, komm mal zu mir. Und dann kommt der Priester zu ihr ans Haus und sagt zu ihr von: Ach, meine liebe Frau, ja, sagt sie, willkommen, komm rein und kann ich dir was anbieten zu essen und zu trinken? Ist ja ganz freundlich, die Frau natürlich. Und der Priester nimmt das gerne an und dann sagt er von: Ja, ich möchte doch mit Ihnen gerne mal drüber sprechen, über die Eucharistie. Und dann sagt er, dann komme ich morgen zurück. Und dann sagt sie: Ja, das ist prima, kommen Sie morgen zurück. Ich werde das Brot vorbereiten, ich werde den Wein vorbereiten. Und dann kommt der Priester am nächsten Tag und dann gibt sie ihm das Brot und gibt sie ihm den Wein und der Priester setzt sich da dann hin und sagt dann seinen Spruch: Hoc est corpus enim meum, und das ist jetzt das Blut und Fleisch und Seele und Leib und Göttlichkeit und Menschlichkeit unseres Herrn Jesu Christi. Davon essen wir dann jetzt. Und dann sagt die Frau so ganz verschollen: Tja, wissen Sie, Herr Priester, ich habe ein bisschen Arsen in den Teig mit reingetan. Aber da Sie das ja jetzt umgewandelt haben in den Leib und die Seele, in das Blut und das Fleisch, in die Göttlichkeit und Menschlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, dann macht das ja wahrscheinlich nichts aus, wenn Sie das jetzt mitessen, ne? Und da hat der Priester das aber, ist er erstarrt, weiß geworden, hat das Brot fallen lassen und hat sich aus dem Hause gemacht und hat es nicht gegessen. Worauf dann der Mann sagte von: Schatz,
Ich glaube, wir müssen aus Babylon rauskommen. Oder ich zumindest muss aus Babylon rauskommen. Der Mann hat seine Lektion gelernt. Ein schönes Gedicht, was ich da im Englischen vorgetragen habe, ich jetzt, soweit wie ich mich das erinnern kann, im Englischen nochmal aus dem Gedächtnis im Deutschen euch vorgetragen. Aber so ist das eben, ne? Da sagt die Frau von, ja gut, ich habe da Arsen beigemixt, aber wenn du das ja doch veränderst in Jesus Christus, dann spielt das ja keine Rolle mehr. Dann ist ja auch das Gift nicht gültig, ne? Dann wirkt das ja nicht. So weit wollte der Priester sich dann doch nicht auf seinen, zwischen Anführungsstrichen, Glauben verlassen, dass er das Brot hätte so verändern können. Das ist die Lehre der Transsubstantiation. Ja? Ganz, ganz, damit steht und fällt die römisch-katholische Kirche. Muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch viel weiterlesen werde. Wir sind hier schon bei 57 Minuten, aber wir werden nächstes Mal hier oben auf Seite 91 das wieder aufnehmen. Ne? So nimmt zum Beispiel im 13. Jahrhundert ein erfahrener Inquisitor in seiner Aufstellung von Instruktionen für ein Kreuzverhör der Waldenser über ihren Glauben an die Transsubstantiation an und so weiter und so weiter. Das werden wir dann nächstes Mal nochmal lesen. Wir sind jetzt bis zu Seite 91 gekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Spaß in der Hinsicht, dass ich finde, dass solche Lehre ja auch hier und da auch ruhig mal ein wenig witzig sein sollte, wie jetzt eben das vorgetragene Gedicht, was ich euch gerade eben, wo ich euch gerade eben in Deutsch bekannt mitgemacht habe. Wenn ihr das mal hören wollt, dann müsst ihr mal schauen in der Abspielliste Babylon Mystery Religion im Englischen, da kommt das drin vor. Und ich habe auch auf meinem zweiten Kanal Jugglers War und Disinfo, glaube ich, dass das Gebet, sage ich schon, dieses Gedicht mal vorgetragen und habe das als eigenes Video da vorgelesen. Ob das auf meinem Hauptkanal steht, weiß ich nicht. Weiß jetzt auch den Namen nicht, spielt keine Rolle. Könnt ihr mal gucken und wenn ihr das unbedingt wissen wollt, schreibt es mir in der Kommentarsektion des Videos, dann kann ich das nachschauen und werde da mal drauf eingehen. Aber so ist das halt. Ne? Die römisch-katholische Kirche lehrt etwas und wenn sie dann mit den Konsequenzen ihrer Lehre auf einmal konfrontiert wird, dann tja, macht sie sich aus den Füßen, anstatt das durchzuziehen, wie der Priester das gemacht hat, der das Haus mit fliehenden Fahnen verlassen hat. Gut. Soweit für heute am 7. Januar die Lesung aus dem Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Und ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und auch fürs Kommentieren. Und wie ihr wisst, ich werde immer auf Kommentare, die eine Antwort fordern, reagieren. Und alle anderen, die ich positiv finde, das mache ich schon eine ganze Weile so, die kriegen halt von mir einen Daumen hoch. Aber man muss ja nicht auf jeden Kommentar reagieren. Also, Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, sagt, Gott schütze euch. Ich wünsche euch, dass Gott euch schützt, dass Gott euch begleitet und segnet auf all euren Wegen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Church, who is the beginning?
Church is his body, and he is the head.